Seid mir gegrüßt, Freunde des lieben Hexers Gerald von Riva, hier in der Nahaufnahme mal zu sehen. Ja, zuletzt haben wir uns ja eigentlich, ja, in der letzten Folge sind wir nur zum Umkleiden gekommen. Eigentlich relativ wenig passiert. Aber jetzt gilt es darum, den Mann aus Zintra hoffentlich zu treffen. Deswegen treffen wir uns mit Anna Henrietta in sehr schnieker Kleidung, die wir uns extra für sie angezogen haben, und gucken mal, was da rauskommt. Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Gott, Gerald sieht damit echt ungewohnt aus, um das mal positiv auszudrücken. Uiuiui, das ist aber etwas mehr verspätet. Gut, Ding will Langeweile haben, wobei langweilig wird das vermutlich nicht. Ah, mit Maske sogar. Hätte ich doch die Wolfsmaske anziehen sollen. So viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Tja. Aber das ist ja schon Partnerlook. Sicher kein aufstrebender Künstler, aber immerhin. Nur noch eine Kleinigkeit. Hier. Setz die auf. Eine Maske? Bei Mandragora-Soireen tragen alle Gäste eine Maske. Wer eine trägt, wird nicht gefragt, wer er ist. Mal eine andere Maske auf jeden Fall. Aber gut, fragen, warum die Masken. Aber ich vermute mal, sie hat das eigentlich schon gesagt. Niemand weiß, wer das ist. So ein bisschen anonym. Man kann sich ein bisschen treiben lassen, ne? Aber ich denke, das wird auch ungefähr so rauskommen. Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein, die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Genau. So in der Art dachte ich mir das, ja? Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Ja, ich habe die Waffen versteckt. Nehmen wir das einfach mal so hin, wie sie es sagt. Wird schon stimmen, meine drei Waffen, Armbrust und zwei Schwerter, habe ich versteckt. Genau. Im Schuh quasi. Wie sollen wir den Zintria finden? Hast du einen Plan? Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Vor allem, da er uns vielleicht erwartet. Wie meinst du das? Ich bin in der Stadt seinen Schergen begegnet. Die haben mich erkannt und wollten mir ans Leder. Miauts, ja, genau. Recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Oh, geil, ich habe ein Pokémon-Zitat bei The Witcher 3 gebracht. Madame, Monsieur, ich bin glücklich. Es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Du hast deine Maske bei mir abgekupfert. Ich mag dich nicht. Aber gut, fragen wir mal nach. Vielleicht ist da ja Rittersporn dabei. Ich habe ja die Hoffnung, dass er irgendwie noch auftaucht. Zumindest würde ich mich riesig freuen. Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren Ach, zu dürfen. Ach Mensch, Junge. Zu Beginn mal hat genauer. Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Oh Gott. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Schade. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Oh, das kenne ich. Illusionen. Interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuvenbrüder. Och, sie nee. Führen ihre aktuelle Pantomime auf. Nicht Panum. Nee. Pantomime, das grenzt schon so ein bisschen an körperlicher bzw. visueller Gewalt. Na, dann kommen wir mal lieber zum Punkt. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren.
Opalieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovia. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Immer gut Insiderwissen zu haben. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Tja, Hexer sind eigentlich auch arm. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon. Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Hat's nicht nötig. Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Sagt wir nach der Orchidee aus Kovia. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Zintria gefunden. So ist es, Geralt. So ist es. Beteilige dich an den Unterhaltungen der Soiree. Och, warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja alles gönnen. Wie bitte? Alles Gute dir. Sehr nett von dir, sehr nett. Na gut, dann gönnen wir uns mal den Spaß hier auf jeden Fall. Es bedarf großer Künstler. Na los, Geralt. Sei kepp und zeig uns den Künstler in dir. Die Farbkugeln, wirf sie gegen die Leinwand. Okay, ich soll offenbar Dinge tun. Eine falsche Bewegung. Gute Leute, eine weitere Seele möchte ihre Kreativität. So, wir werden jetzt Farbkugeln auf die Leinwand werfen, offenbar. Och, mehr darf ich gar nicht. Ach, muss ich das? Ah, Farbkugel. Okay. Dann wollen wir mal. Warte mal. Jetzt aber. Bah! Oh, bin ich ein Künstler. Das ist kein Landschaftsbild, du Barbar, sondern die Manifestation. Och, bin ich hier. Oh, dieser Farbkugel, ja. Wenn du die Farben leidest, wirf sie in den Timer und nimm dir eine andere Palette. Bitte nicht stören. Eine falsche Bewegung. Oh ja, das ist Kunst pur. Elena wird mir hier zustimmen. Sie ist ja hier die Kunstexpertin auf meinem Kanal, mehr oder weniger. Schön, dann werden wir mal die roten Farbkugeln ranpinseln, also werfen, wie auch immer. Das Absurdeste, was ich mal an Kunst gesehen habe, war eine Künstlerin, die Eier aus ihrer Vagina hat fallen lassen auf dem Boden und das Kunst genannt hat. Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. Ob das dann Kunst ist, darüber lässt sich freilich streiten. Oh Gott, jetzt denken alle sonst was von mir. Das war bei Galileo. Ich kann nichts dafür. Galileo ist eine Wissenssendung. Angeblich. Und die letzte Kugel, die müssen wir jetzt richtig schön platzieren. Bam! Mal sehen, was sagt das Kunstwerk über mich aus überhaupt? Meine Interpretation? Das sehen wir in den Alkoven nach. Ja, tun wir vielleicht irgendwann. So, wo sind denn die Künstler? Oder was gibt es hier allgemein noch? Warte mal. Suche nach den Alko. Nö. Beteilige dich. Ja, komm, wir beteiligen uns jetzt sowas von. Ich hab Bock, mich zu beteiligen. Also, beteiligen wir uns mal. Ah, da, trinken. Oh ja. Vorsicht, das Zeug hat es in sich. Ich kann so einiges vertragen. Alter, Geralt kriegt schon von Absinth hier irgendwie Vorstellungen. Schäm dich, Geralt, schäm dich. Oh Gott, ein Pantomime.
Ich hab's befürchtet. Metapher. Es muss eine Berühmtheit. Was kommt als nächstes? Wenn Sie sich nicht einigen können, sollen Sie das halt doch nicht schlafen. Von wo aus kann ich das am besten beobachten? Ich möchte ja gerne hier die Pantomime kennenlernen, aber irgendwie nein. Kann ich hier irgendwo zuschauen? Hallo? Dann eben nicht. Dann gucken wir uns irgendwas anderes an. Suche in Alkoven. Nee, erstmal möchten wir andere Dinge. Ja komm, nehmen wir erstmal das. Es gibt hier ja offenbar noch einige Unterhaltungen. Nee, hier will ich doch gar nicht hin. Er hätte nicht auftreten sollen. Schau, der Magier. Ich glaube, er zaubert. Tja, mal sehen. Der große Kalesti. Ja, das ist nett. Oh. Okay, das ist wirklich gar nicht mal so unschön. Schön. Erinnert so ein kleines bisschen an hier dieser Quest, wo man mit dem Geist am Rumtun war. Das war ja auch ganz amüsant gewesen und kurzweilig. Soll mal sehen. Ich möchte jetzt eine Vorstellung der Pantomimen sehen. Oh, könnt ihr mal loslegen? So, ich mache jetzt das Licht aus und dann sieht man weniger von euch. Ach, hilft offenbar auch nichts. Da haben wir es schwarz auf weiß. Gegen Pantomimen hilft gar nichts. Es gibt Dinge, die muss man einfach geschehen lassen. Und ja, man könnte jetzt meinen, ich hätte irgendwas gegen Pantomimen. Cecilia hätte nicht. In gewissermaßen stimmt das auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir bewegen uns einfach mal hier rüber. Die rechte Manschette kommt mir irgendwie und gucken. Alles in Ordnung. Entspannt. Was haben wir denn hier so Schönes? Meister Bovo ist ein großzügiger Zehn. Eine liebe Frau. Oh, das klingt gut. Hallo, liebe Frau. Wie geht es dir? Hey, ho, Schnucki Putz. Wie ist mit deinem Putz? Angeblich bringen sie Glück. Gut, probieren wir es aus. Zünden wir mal Dinge an. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Ja, ich glaube an einiges. Ich bin halt ein Hexe, ne? Ein vielschichtiger Mann. Dann wollen wir doch mal hier rüberlatschen. So. Ey, Pantomim, ihr sollt mal loslegen. Ach, fegt euch doch. Gucken wir mal von oben. Vielleicht bringt das ja mehr. Nur der Magier, der macht seine Tricks, aber die Pantomimen. Ha. Huch, was haben wir dann da? Ziehen. Ach, Geralt macht Panto. Nein. Nein. Oh, scheiße. Geralt hat Pantomime gemacht. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Wann hatte ich überhaupt das letzte Mal hier gespeichert? Das war kurz vor, hast du nicht gesehen? Ja, müssen wir mal schauen, ob wir hier tatsächlich eher einen Cut machen oder ob wir hier nochmal kurz gucken. Ja, komm, in einem Alkoven können wir mal nach... Ups. Aus Versehen das Licht ausgemacht. Aber hier können wir ja mal nachschauen. Bitte geh. Das ist ein privater Alkoven. Ja, der Kunstmäzen. Geh doch kacken, Junge. Sicher ist dir klar, das ist da reichlich. Wir wünschen was haben wir denn hier so? Bitte geh.
Wir sind beschäftigt. Wir wünschen, allein zu sein. Bitte okay, die sind angeblich beschäftigt. Haben wir hier noch einen? Ja, haben wir. Hey ho, Schnuckiputz, grüß mir deinen Muckiputz. Bitte was? Manchmal sind mir die Dinge unheimlich. Aber hier finden wir offenbar auch nichts Sinnvolles. Zumindest nicht, dass ich wüsste. So, mal kurz gucken, haben wir hier noch was zum Plündern? Nee. Sicher, dass das ein Orgi. Lass uns in Ruhe. Nee, das ist irgendwie auch nicht wirklich fruchtend. Nö, nee, müssen wir am anderen mal nachschauen. Derweil können wir uns ja mal am Buffet bedienen. Dann nehmen wir alles. Manchmal muss man einfach beherzt zugreifen. Ich bin doch schon unterwegs, Mädel, Mensch. Hetz mich nicht. Mensch, ich bin irgendwie stolz auf mein Kunstwerk, oder? Das ist doch irgendwie geil. Mal sehen, ob ich das irgendwie als Thumbnail hinbekomme. Werden wir ja sehen. Aber für heute beende ich das Ganze mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir im letzten Alkoven nachschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.